komme zum Schluss. Einfach so ein bisschen die Überlegungen, die ich schon am Anfang gemacht habe. Es ist halt wie im richtigen Leben. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht etwas haben, was extrem gesund ist, was einen zum ewigen Leben verhilft und dann schmeckt es auch noch und dann ist es auch noch schön. So ist es eben meistens nicht. Wir versuchen natürlich als Züchter diese Eigenschaften zusammenzubringen, aber es gelingt eigentlich ganz selten 100% zusammenzubringen. Wir haben es geschafft, essbare rotfleischige Äpfel, sogar gute rotfleischige Äpfel zu züchten, aber wir mussten einige der Gesundheitseigenschaften der Polyphenole, der Bitterstoffe rauszüchten, damit sie wirklich gut wurden, damit sie zu einem Genuss wurden. Aber die Anthocyane sind immer noch drin. Wir haben also einen Konflikt zwischen dem Genuss- und Gartenwert und dem Gesundheitswert. Wir müssen akzeptieren, dass der Garten am Ende keine Apotheke ist. Es ist ein Lebensraum. Die Apotheke ist kein Lebensraum. Und der Gesundheitswert des Gartens lässt sich aber nicht in Prozent um Milligramm berechnen, da gehört dazu eben, dass man genießen kann, dass man drin leben kann und dass man ihn in Gottes Namen auch nutzt. Ein Gesundheitsghetto im Garten, wo man eine Wildobsthecke hat, die man nie nutzt, das nützt vielleicht den Vögeln etwas und der Tierwelt etwas, aber nicht den Menschen. Ich glaube, die Strategie muss sein, wenn Sie sich gesund gärtnern wollen, dass Sie viele Arten und Sorten pflanzen, so banal das klingt, also nicht einfach nur Goji. Ich kenne Leute, auch Nachbarn, die haben 20 Goji gepflanzt, weil sie geglaubt haben, das ist das Rezept zum ewigen Leben. Dann probieren sie dieses aus und jenes. Also keine Ghettos im Garten auch aufbauen, sondern hier und da und dort eine schöne, gesunde und gute Pflanze platzieren, die man beim Vorbeigehen, die die Kinder beim Naschen auch genießen können. Konzentrieren Sie sich auf Pflanzen, die schön und gut und etwas gesund sind, nicht Pflanzen, die einfach nur gesund sind. Das funktioniert am Ende nicht. Denken Sie daran, dass Regelmäßigkeit wichtig ist, an apple a day. Das heißt aber auch, dass man zum Beispiel halt, wenn man Obst pflanzt, dass man sucht, frühe Sorten, mittlere Sorten, späte Sorten zu pflanzen, auch bei den Beeren, regelmäßig etwas Gesundes genießen. Und wie gesagt, Offenheit gehört ein bisschen dazu. Also jemand zum Beispiel, was auch so eine moderne Tendenz ist, einheimische Gehölze. Das ist schon fast eine Religion. Es gibt Leute, die wollen Offerten haben, aber die wollen keine fremdländischen Gehölze drin haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles immer offener ist. Unsere Gesellschaft ist offen, wir haben Einwanderer, wir sind Einwanderungsländer. Es kommen Leute aus anderen Kulturen, aber bei den Pflanzen darf das nicht so sein. Natürlich ist es bei den Pflanzen auch so. Und wenn man schöne, gesunde und gute Pflanzen haben will, muss man offen sein, muss halt auch Pflanzen aufnehmen, die nicht von uns kommen. Also die Amelanchier, die Felsenbirnen, die eben schön blühen, wunderschöne Früchte haben, das sind halt nicht einheimische Gehölze, die kommen aus den USA, die Vierbeeren sind ursprünglich nicht einheimisch und trotzdem sind sie schön, gut und wertvoll und interessant. Also man muss etwas offen sein. Wenn Sie wirklich nur auf Gesundheit aus sind oder wenn es darum geht, irgendein Problem wirklich zu bekämpfen, dann würde ich halt doch dazu raten, zu Pülverchen zu greifen und nicht zur Pflanze. Aber wenn Sie auch genießen wollen und gärtnern wollen, dann wie gesagt hier und dort etwas pflanzen, immer regelmäßig etwas genießen und dann kann das vielleicht unter Umständen, Sie hören meine Vorsicht, doch funktionieren. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen raten, weiter zu gärtnern. Danke vielmals.